Hallo und herzlich willkommen zurück zu Airborne Kingdom. Kingdom Airborne? Nein. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid in unserem ziemlich coolen Luftschiff. Ja, we have a big problem. Wir können tatsächlich noch mehr Leute aufnehmen. Ich hatte gedacht, dass es ja eigentlich so nach 150 Leuten irgendwie aufhört, aber tatsächlich ist dies nicht der Fall. Ja. Jetzt, oh, das ist tatsächlich ein bisschen blöd. Dann machen wir das doch darunter. Ja, krass. Das heißt, ich muss jetzt halt nochmal Häuser bauen. Du dumm. Das war, tatsächlich eigentlich nicht so geplant. Okay, du kannst dich jetzt noch nicht, wir machen mal hier. Tatsächlich war das nicht geplant. Aber okay. So, shit happens. Hier sind sie jetzt schon fertig. Das ist gut. Dann machen wir das mal hier hin. Können wir hier wieder so einen Vier-Häuser-Block hinsetzen. Dann machen wir nochmal einen zweiten hin. Ja, eigentlich sollten wir damit definitiv genug Leute haben. Korra Bay ist jetzt unsere, unsere Allianz. Da haben wir das jetzt abgeschlossen. Jetzt müssen wir zu dem Asian Tower. Sehen wir den vielleicht schon von Weitem? Gucken. Mir ist aufgefallen, ich bin eigentlich viel zu selten am Schiff gewesen, ne? Das war krass, was das für Geräusche macht. So, da ist er, ne? Da muss er hin. Ach, Entschuldigung, es ist immer noch ein bisschen verschnupfelt. Aber das Schlimmste haben wir, glaube ich, hinter uns. So. Yay, so. Auf geht's. Feuer in Flammen. Entfachen, Gedöns. Ich glaube, jetzt haben wir sogar alle, ne? Jetzt genau, jetzt müssen wir dahin zurück. Und dann haben wir es auch bald geschafft. Jo. Genau, die Library haben wir schon. Aber mich würde es ja schon so ein bisschen interessieren, was das letzte Wunder wäre, ne? Research, fertig. Wir haben noch keinen Tea Garden, ne? Den Spirit Haller wollte ich auf jeden Fall nochmal machen. So, Wasser, Essen, Essen, sieht nicht gut aus, Essen, wo gibt es denn hier was zu futtern, da, warte mal, bleiben wir hier mal stehen, so, Essen, Wasser, achso, da hatten wir ja die Migranten, können wir da noch mitnehmen, das, ja. Ich jetzt aber tatsächlich nicht ganz so wichtig. Wir müssen dann nach Nordwesten. Okay. Wir sammeln jetzt hier bloß mal schnell eben das Essen auf. Das wird sonst halt echt knapp, ne? Da. Ja. Fliegt schneller, meine kleinen Flugzeuge. Fliegt schneller. Oh, 13. Okay, krass. Alle. Nichts mehr da vom Essen. Können wir hier nochmal welche hinschicken. Hier hinten sind noch Felder. Die sind mir jetzt aber zu weit weg. Die sind halt nicht auf dem Weg, ne? Das bläht. Nordwesten. Da müssen wir lang. Genau. Wir fliegen jetzt einfach mal ein Stück weiter. Vielleicht finden wir unterwegs nochmal ein bisschen was. Oh ja, ich versuche mir gerade das Nasenspray wieder ein bisschen abzugewöhnen. Da müssen wir beide jetzt durch. Du als Zuschauer und ich als, YouTuber. Die Abhängigkeit ist mir dann doch irgendwie nicht so, das mag ich nicht so gern. Aber es dauert halt immer 2, 3 Tage, bis ich mir das entwöhnt habe. Und ja, ich muss aber definitiv aufnehmen, sonst komme ich einfach im Verzug. Ich habe keine Ahnung, wie es wird. Durch Corona ist ja bis zum 31.01. Auf jeden Fall die Zusammenkunft wie mehr wie 2 Haushalte und mehr als eine Person aus dem zweiten Haushalt nicht erlaubt. Und das macht es uns im Moment super schwierig. Ja, wir haben es uns ausgesucht, dass wir halt jetzt im Februar umziehen wollen und jetzt eigentlich auch müssen.
Ja, konnte ja keine Ahnung, dass es nochmal so schlimm wird und die Regierung sich so entscheidet. Fakt ist, wir hätten nicht Nein sagen können zum Haus. Definitiv nicht. Es war die richtige Entscheidung. Es dauert jetzt halt einfach. Ja, mit Planung und allem drum und dran, da das ist halt einfach alles ein bisschen am Kotzen. Genau, und weil ich eben halt nicht weiß, wie das eben halt demnächst wird, muss ich jetzt so viel aufnehmen, wie nur irgendwie geht. Deswegen sitze ich hier eigentlich jeden Abend irgendwie gefühlt 3 Stunden und versuche Sachen aufzunehmen. Nebenbei das Kind noch weiterhin zu beruhigen, weil er sich nicht immer von Papa so beruhigen lässt und an anderen Tagen lässt er sich nicht so von mir beruhigen. Also das hält sich Gott sei Dank ziemlich die Waage. Ja, und fehlt tatsächlich doch noch eine Stadt. Hoppala. Genau. Oh, Ashrock, genau. Nach Süden, da lang. Und wir haben schon wieder nicht genug Häuser. Klasse, ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so... Aber ich kriege hier keine Häuser mehr hin, ne? Nee. Blöd. Tja, was mache ich denn jetzt? Ich habe eigentlich keinen Platz für die Häuser. Schiedekake. Doch, da sind noch 3 Plätze. Klasse. Aber es ist zu wenig, ne? Es ist einer zu wenig. Nein. Ja, dann muss ich hier tatsächlich die wieder abreißen. Sorry, aber ich brauche den Platz für Häusle. Schaffe Häuslebauer. Wahrscheinlich werde ich die hier auch nochmal abreißen müssen. Machen wir gleich. Ist ein bisschen blöd, aber gut. Ja, nee, wie gesagt, also es ist im Moment tatsächlich echt schwierig, das alles zu planen. Und weil ich eben halt nicht weiß, wie es sein wird, will ich jetzt einfach so viel produzieren, wie nur irgend geht. Also bin ich nachts auch sehr lange wach. Ach, nicht immer so einfach. Oh cool, hier ist noch eine Lücke. Die will ich noch füllen. Weil wir sowieso nicht mit dem Teegedöns da irgendwie hinkommen. Dann machen wir es wenigstens ein bisschen hübsch. Genau. Also Tee würde ich eigentlich schon gerne. Ich würde zumindest mal so einen bauen. Einen Teegarten. So, zack. Jo, okay. Cool. Kriegt man da jetzt nicht auch noch ein Häuschen hin? Ja, würde man schon hinkriegen, ne? Müssen bloß ein bisschen aufpassen, dass wir die Waage uns halten. Oh ja, es sieht sogar ziemlich cool aus, dass wir die Waage halten. Süden wollten wir da lang. Da. Genau, da müssen wir hin. Oh, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ist hier irgendwo Kohle? Ja, wir werden jetzt mitgezogen, aber das ist nicht schlimm. Nee, Kohle gab es hier jetzt nicht. Da müssen wir auf jeden Fall mal kurz anhalten, wenn wir unterwegs irgendwo welche sehen sollten. Tatsächlich wird das alles ein bisschen knapp, ne? 91, 7 Wasser. Ah, hier ist noch ein bisschen Kohle. Nicht viel, aber immerhin etwas. So. Ja, genau. Und je mehr ich aufnehmen kann, desto besser ist es halt einfach. Ne? Genau, das wollte ich eigentlich sagen. Ich weiß halt nicht, wann der Umzug jetzt nun genau stattfindet, wie lange sich das hinziehen wird. Das ist tatsächlich echt ganz schwierig abzuschätzen. Das kann keiner wirklich genau sagen. Und das ist was, oh, das macht mich wahnsinnig. Ey. Das ist echt, das mag ich nicht. Tue ich mich echt schwer. Krass, wir sind fertig. Wow, mein Gott. Wait. Super. Return to the Tapestry. Tapestry. Allied with every kingdom on the ground. Restoring harmony. Ja. One final task. Okay. Wir müssen. Oh, das ist natürlich cool, dass wir da nochmal zurück müssen. Wohin müssen wir denn zurück? Müssen wir jetzt hier irgendwo hin zurück oder was? Ja, alles klar. Oh, das ist natürlich ganz cool, weil dann würde ich jetzt wirklich nochmal gucken, dass wir die Trees anklickseln, ne? Nochmal gucken. Wo war denn der
Wo war denn ich? Schade, dass man die Karte nicht. Bis da ist der Tree of Unity. Kann ich mir das hier irgendwie markieren? Nee, ne? Okay, der war also sehr weit im Westen. Alles klar. Wir fliegen da jetzt mal hin. Und, achso, ja, ich nehme jetzt hier unterwegs mal schnell noch alles Mögliche mit, was wir so hinbekommen. Cool, wir haben genau 177 von 177. War also ganz gut, dass wir da nochmal ein bisschen was geholt haben. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir ein paar Idle Worker haben. Das heißt, ich möchte jetzt dann schon gerne nochmal Ressourcen, den Wasserkondensator nochmal ein bisschen. Ah, so könnte man das zumindest machen, ne? Die zwei nochmal bauen und dann ach hey. Ich mach mal nochmal kurz leise. So, weiter nach Westen. Ich hoffe, das schaffen wir bis da drüben. Aber wird schon, ne? Wir könnten natürlich auch halten oder nochmal ein Stück zurückgehen, aber das will ich jetzt eigentlich nicht. Ja, tatsächlich möchte ich jetzt eigentlich, dass das so ziemlich die letzte Folge ist. Wir haben jetzt auch 10 Minuten Zeit, ungefähr, Pi mal Daumen. Ich hoffe, dass mein Kind jetzt nicht zu viel Terror macht. Ich tatsächlich nicht ganz so cool. So. Clay. Nee, Clay finde ich jetzt nicht so wichtig. Tatsächlich halte ich jetzt echt Ausschau nach Kohle. Wasser geht noch. Essen. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall, damit wir das hier einwandfrei noch schaffen, Kohle. Hier, da müssen wir hin. Damit wir das hier noch alles einwandfrei schaffen, müssen wir jetzt jedes Wasser, jede Oase, jedes Fleckchen essbare Erde mitnehmen. Damit wir da wirklich, ja. Damit wir das gut hinbekommen. Jo, genau. Schauen wir mal. Ui, da waren sie jetzt aber flick fix. 49, cool. Genau, habe ich jetzt eigentlich jetzt so ein Teestübchen gebaut? Huch, falsches Ende. Da. Ja, cool. Oh, das müssen wir uns nochmal anschauen. Ja, schon schick. Gefällt mir gut. Das ist echt schön geworden. Toll. Passt jetzt eigentlich noch irgendwas Cooles daneben? Wir haben nicht genug Glas. Okay, krass. Da hatten wir Glas. Da können wir auch tatsächlich sogar nochmal 5. Ach, das Kohle ist schon alle. Okay. Wir wollten weiter nach Westen. Oh, da ist noch Glas. Okay, dann fliegen wir mal weiter Richtung Westen. Wir können hier einfach da mitnehmen. Hier ist nicht mehr viel Wasser drinnen. Geht. Alles gut. Es hält sich noch in der Waage. Also das ist, passt schon. So, da schicken wir gleich mal 10 Arbeiter hin. Dann müssten wir das ja mit, fast einem Mal bekommen können. So, wie weit sind wir? Gleich geschafft, ne? Tree of Unity, da. So ein ganz kleines bisschen nach Südwesten. Da. Okay. So, Clay würde ich jetzt eigentlich alles gar nicht mehr groß mitnehmen wollen. Ich denke, da ist einfach genug da. Haben wir jetzt Glas noch mal ein bisschen mitgenommen? Ja, okay. Hier wäre noch mal ein bisschen Kohle. Aber das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Das müsste eigentlich passen. Da, ne? Ah, ne, das ist die Ancient Ruin. Ich kann sein. Ach, ich bin schon der Meinung, dass wir den angeklickt haben. Naja, wir gucken mal, ne? Wir gucken mal. Da unten ist er nämlich. Tree of Unity. Eigentlich schon, ne? Hm. Seltsam, warum das jetzt mit der Quest dann nicht so funktioniert hat.
schon irgendwie komisch. Naja, wer weiß, was da passiert ist. So. Da nehmen wir noch ein bisschen Glas mit. Gab's hier nicht auch... Genau, hier gab es auch noch mal so ein bisschen Beeren. Na toll, eigentlich nicht wirklich viel, ne? Aber gut, mitnehmen, was man mitnehmen kann. So, Tree of Unity. Okay, nee, den haben wir mitgenommen. Dann war es vielleicht wirklich der Tree of Harmony, der uns irgendwie so ein bisschen durch die Lappen gegangen ist. Und wir den eben halt nicht gescheit angeklickselt haben. Wo ist der? Tree of Harmony. Da. Richtung Südosten eigentlich, ne? So ein bisschen. Ja, okay, dann fliegen wir jetzt erstmal Richtung Süden und dann nach Osten. Hier ist auf jeden Fall noch eine große Oase, das ist super. Das ist schon klasse. So, Essen hält sich noch, Wasser hält sich noch, alles gut. Kohle haben wir noch, passt schon. Hier müssen wir auf jeden Fall das Wasser mitnehmen. Das sollten wir schon machen. So, open, genau, den Tech Tree. Ja. Komfort. Ist okay, ne? Die Range und die Schnee. Ja, das ist jetzt halt. Kann man machen. Da kann man den Lift noch erhöhen, wobei wir noch nichts davon geholt haben. Da. Wir brechen das nochmal ab. Auf die letzten Meter dieses Let's Plays verschnellen wir uns nochmal um ein bisschen. Hallo? So. Gut. Jetzt ist das Wasser auch gleich alle. Südosten, ne, haben wir gesagt, genau. Und dann kommen wir auch. Der ist aber auch echt ewig weit weg, ne? Hinter Kent's Crossing ist der noch. Ach, hoffentlich lohnt sich das auch wirklich, ne? Ich weiß nicht so recht, warum wir so langsam sind. Eigentlich hatten wir zwischendurch mal 70%. Liegt es vielleicht wirklich daran, dass wir zu schwer sind? Dann möchte ich eigentlich gerne noch mal ein bisschen schneller werden. Wir haben ja jetzt noch ein paar Arbeits... 28! Krass, wie viel ist jetzt? Das hätte ich gar nicht gedacht, dass wir jetzt so schnell... dass wir so viele... Hui! Wie viel braucht der? 4. Warum nicht, ne? So, basic. Dann machen wir mal hier. Und hier. So. Und so. Sind wir hinten wieder ein bisschen schwerer. Das heißt, wir könnten eventuell... Gibt es hier was, wo wir keine Arbeiter brauchen? Nicht wirklich. Aber die brauchen bloß einen. Low-Kosten, Low-Speed. Okay, durchschnittlich 2 Arbeiter. Ja, ist immer so ein bisschen die Frage, ne, wie man es dann jetzt macht. Gut. Hallo, wie schaut's aus? Wollt ihr nicht ein bisschen weiterfliegen? Das wäre schon cool, ne? Ich würde irgendwann gern noch fertig werden. Neuz. Ach, jetzt. Achso, nee, das ist konzentriert auf die Karte, alles klar. So. Genau, da will ich hin. Wir sind auf dem richtigen Weg. Schön. Toll. Essen ist okay. Wir sollten uns aber nicht mehr allzu viel... Zwei ist ein bisschen wenig. Ne? Kohle, okay. Ja.
Da ist Clay. Eieieiei. Also hier gibt es auf jeden Fall mehrere kleinere Oasen. Das ist natürlich ziemlich nett. Kohle müsste eigentlich passen, aber da machen wir jetzt einfach mal. Das ist zu viel. Sind wir da zu weit weg, weil wir da. So, hier. Jetzt müssten wir eigentlich nicht mehr zu weit weg sein. So, jetzt können wir nochmal ein Stück weiter. Boah, 83%. Heieieiei, Leute. Da ist noch was zu essen. Wie viel ist da? 71. Okay, das ist eine Menge. Das ist tatsächlich eine Menge. Da warten. Machen wir kurz einen Zwischenstopp. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Oder auch nicht. Nee, doch, alles gut. Wir haben nicht mehr allzu viel, ne? Dann fliegen wir da hin. Dann geht die Folge jetzt halt mal 5 Minuten länger. Dann ist das halt so. Nee, halt dahin. Dahin. Da, Südosten. Da, so in die Richtung. Ach, hier ist auch noch ewig viel Wasser. Das ist okay. Perfekt. Hier ist auch noch 50 Beeren. Da schicken wir jetzt mal schnell alle hin, die wir da hinschicken können. Das passt. Zack. So. Ja. Hervorragend. Schön. Essen ist okay. Wasser, ja, es ist. Klar, könnte mit dem Wasser natürlich besser sein. Hier ist nochmal eine Oase. Da machen wir nochmal einen kurzen Zwischenstopp. Und dann müssten wir den Baum eigentlich gleich erreicht haben. 83%. Was? Schon schnell, ne? Ich könnte mir vorstellen, wenn man vorne noch mal so ein bisschen dran arbeitet, ne? Und irgendwas hinmacht, was so ein bisschen. Ja. Gut, eine Akademie würde ich jetzt natürlich nicht hinbauen, ne? Genug, aber. Wie riesig dieses Ding einfach geworden ist, ne? Unglaublich. Tee, ne? Aber stopp. Hier, schnell mal alles an Wasser mitnehmen. Da ist er doch. So. So. Jetzt. Ah, okay, klasse. Cool. So, passt mal auf. Wir machen jetzt die letzte Schönheitsoperation. Destroy, genau, das da. Nee, nicht destroyen. So, das machen wir ein bisschen höher. Machen wir, ich weiß gerade nicht genau, wie viel. So. Und so, ach, den hätten wir sogar stehen lassen können, siehst du? Düm. Naja, macht nichts. Nee, den können wir sogar stehen lassen, das passt, das ist okay. So, jetzt gucken wir mal, das letzte Wunder. Gut, dass wir hier Platz gemacht haben. Genial. Oh, cool. Und jetzt machen wir hier da alles voller Granaries. Komfort gleich 500.000%. Super. Voll schön. Okay, und jetzt fliegen wir hier noch runter. Wo müssen wir? Nach Süden. Und das geht ja. So, auf geht's. Die letzten Meter. 180%. Es fehlt nicht mehr viel. Da müssen wir nochmal hin. Oh, ist das schön! Ja, die Leute sind bestimmt richtig glücklich, dass sie jetzt, ups. Hehe, cool. Jetzt sind wir gleich nochmal ein bisschen schneller, ne? Aha, genial. So. Was haben wir hier noch? Das können wir noch erforschen. Ja, das ging doch jetzt mal richtig rucki zucki, ne? Achso, wir sind schon da. Das
voll schön. Wie schaut's denn aus? Essen technisch ist okay. Trinken ist okay. Wir haben es gleich geschafft. Da hinten, das ist irgendwo. Ja, Wahnsinn. Also, insgesamt ein ziemlich cooles Spiel. Wirklich genial gemacht. Liebe zum Detail. Die Landschaften, die verschiedenen Themenlandschaften sind total schön gestaltet. Und ja, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir da jetzt dran gesessen haben. Es waren auf jeden Fall so einige. Und ja, hat sich meiner Meinung nach auf jeden Fall gelohnt. Ich bin echt happy und fand es richtig cool. Es hat Spaß gemacht. Ihr habt toll mitgemacht und ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was jetzt an den 20 Uhr Platz kommt. Mal gucken. Ich muss mir das dann jetzt mal ein bisschen überlegen, was ich gerne noch an den Sendeplatz packe. So, genau. We began to raise the tapestry. As we raised the tapestry, a crack broke the skies from above. Descending from the expanse was a platform on which stood a single elder. The sage who explained the true prophecy. Long ago, the ancients did not disappear. They ascended. These ascendants climbed ever higher into the heavens among the stars. They worried of sharing this discovery, for the skies held a beauty that should never be sullied. Yet, to hide such splendor was equal folly. So they devised a ritual to prove one's worth and see who could become ascendant. The prophecy. Those who could find the old machines and unite the world would be worthy of the infinite. We were not the first. Our legends were just one of a never-ending loop. And we had proven our worth. We could ascend. The sage assured us that our quest was won. But we hesitated. Was that the destiny of our people? Of course, you know the choice we made. But its consequence is a tale for another time. Oh mein Gott! Wahrscheinlich glaubt es mir keiner, aber ich glaube, das ist jetzt das zweite Spiel nach Kingdoms Reborn, das ich durchgespielt habe. Boah, voll toll. Vielen lieben Dank für dieses tolle Spiel. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich bin total geflasht, happy. Es war toll. Ich habe zwar nicht viele Wörter verstanden, aber es war ein cooles Ende. Ja, damit sage ich noch einmal vielen lieben Dank. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und Kommentare und dann seid gespannt, was ab morgen dann so hier auf dem Kanal um 20 Uhr läuft. Bis dahin, bleibt gesund. Alles Gute und ciao, ciao!